So, guten Morgen Kinder, CNLP hier und weiter geht's. Eine Schießerei wollen wir noch mitnehmen. Ja, los jetzt. Oh, sie untersucht es erstmal. Ich dachte, das wäre Munition. Ja, ich hätte jetzt gern so einen Helm. Wäre ich ein bisschen geschützt. Ich habe jetzt Schalldämpferpistel. Wie ging das nochmal mit 3, ne? Ne. 2. Hey, komm, dreh dich um. Jetzt feuer auch nicht mehr mit Schalldämpfer ran. Das ist ja toll gelaufen. Klasse! Brüllt er da erstmal Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Durchsuchen. Durchsuchen. Was macht ihr überhaupt hier, liebe Gegner? Was machen die hier? Ich dachte, hier in der Höhle, da habe ich mal Ruhe. Kann ich für mich sein? Nö, nix da. Die sind einfach überall. An den unmöglichsten Orten. Modifizierung. Ja, ich muss ein Lager finden. Ach, jetzt zündet sie sich wieder was an. Wahrscheinlich, weil ich aus Versehen immer die E-Taste drücke. Muss ich jetzt lang? Da hinten. Gut, dann gehen wir da hinten hin. Ich habe da so eine Fallspalte gesehen, aber das führt wahrscheinlich nur zu so einem verlassenen Grab. Und da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Was ist denn hier? Was soll denn hier sein? Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier machen sollen. Ach so, sie sucht dieses Kloster. Ach Gott, ey. Hättest du mal auf diese schwarze, wie heißt denn die, Reyes gehört, dann hätten wir den Stress nicht. Einfach losschippern. Stinkefinger zeigen. Du kannst nicht mal Sonnenkönigin. Wir segeln trotzdem davon. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Ja, jetzt dieser General. Du hast Seppuku begangen. Wieso? Heißt das Selbstmord? Wahrscheinlich. Oh, zieh's doch nicht raus. Wobei, jetzt habe ich eine Machete gut gemacht. Eine Machete. Das ist ein Schwert, Erde. Ah, ist nur ein halbes. Da kannst du in die Biotonne hauen. Das brauche ich nicht. Was ist das? Drogenversteck wahrscheinlich von ihm. Nee. Wieder was Langweiliges, war ja klar. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Ja. Also müsste ich nur einen beerdigen. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ja. Hey Leute, wir spielen ein Spiel. Leichen verbrennen in der Ritualkammer. Wer macht mit? Ich. Ja, so wird's wohl nicht laufen. Oh, ich muss sofort hier raus. Ja, toll. Ah, mach doch die Fackel aus. Ich muss hier sofort raus, meinte sie. Da mache ich das doch. Ich hab keine Deckung. Zack. Mittlerweile gebe ich die Headshots ganz schön präzise, ne? Bleib weg von mir! Oh, scheiße Dynamit. Zack, zurück.
Oh. I'm big boy, juhu. Na ja, einfach über den Haufen. Der passt natürlich. Ja, natürlich. Wie soll ich denn die umbringen? Hast du dir das mal überlegt, Spiel? Ja, ich bin bewaffnet. Bin immer bewaffnet. Ich bin Lara Croft. Ja, zeig dich doch, du Spaßvogel. Boah, Alter. Wo kam das jetzt? Ja, ich bin down. Ich bin down. Ich seh's doch ein. Ah, oh, das schaffe ich niemals. Ja, vielleicht ist das nicht der beste Platz, um in Deckung zu gehen. Okay, das war gut. Zack. Treffen ja nix. So, den hole ich auch noch weg. Ach, Dynamit, das habe ich nicht gesehen. Oh, scheiße. Ich treff nix. Oh, wie habe ich das hingekriegt? Ah, jetzt kommen die. Ja, wie viel halten der aus? Ja, wenn jetzt noch einer von denen kommt, ne, dann wein ich. Piss dich. Oh, verdammt, Dynamit. Junge, verpisst euch doch alle. Ach, scheiße, ich hätte die Waffe nicht wechseln dürfen. Zack. Aber wie ich den nicht treffe, der hat so ein Glück. Noch mehr Gegner. Ja, der zündet mich an, ey. Ja, komm doch her. Bist du down? War's, ne? Ja, reicht ja auch erstmal. Von wegen, ich sitze in der Falle. Ich habe euch alle niedergemetzelt. Oh Mann. So, erstmal Munition eingedeckt. Ja, jetzt sitze ich aber in der Falle, da hatten die Clowns schon recht, ne? Wie soll ich denn hier wegkommen, Lara? Merkst du selber, dass wir jetzt voll am Popo sind? Ja, ich weiß, dass ich da hinten hin muss. Ja, hier geht's doch hoch. Was ist eigentlich mit mir manchmal? So, ist hier noch jemand? Ja, jetzt halt dir nicht die Hände vors Gesicht, so heiß kann das nicht sein. Ich stand auch schon mal nah am Osterfeuer, das war ungefähr dieselbe Situation. Oh Mann. Ja, super jetzt. Das habe ich verschissen. Doch nicht. Gut gemacht, Erdin. Zack. Bin ein richtiger Lara Croft Pro geworden, merkt ihr das? Ich kann das hier echt noch als Speedrun vermarkten. Naja, nicht wirklich. Boah, es gibt bestimmt wirklich so Speedrunner, die sich freiwillig dieses Spiel immer und immer wieder antun. Ja, gut, so schlecht ist, also das Spiel ist ja gut. Ich sag's, also mir gefällt es bloß nicht, persönlich jetzt. Also es passt nicht zu mir, das ist alles, das Spiel ist gut. Ich bin in der Höhle. Jetzt rufst du nach Hilfe, ne? Aber gerade noch so mich fronten und so. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Was haben die sich denn gedacht, dass sie da jetzt in aller Seelenruhe campen können? Bei diesen 1000 Gegnern, die auf der Insel lauern. Ach, scheiße. Das ist doch kacke. Geh doch in Deckung, Lara. Hol ihn mit Schalldämpfer weg.
Wow, das habe ich... Respekt, Ellie. Das kommt in die Compilation der besten Lara Croft-Momente, die jemand jemals gespielt hat. Ja, und ich bin dabei. So. Ja, ihr haltet wohl noch einen Moment ohne mich durch. Ich bin ja schon unterwegs, meine lieben Freunde. Verdammte Scheiße, wo muss ich ihn hin? Jump. Ist alles voll? Okay, ich bin gut eingedeckt mit Munition. Ja, ich benutze jetzt nicht den Seilzug. So dringend ist das jetzt auch nicht. Nee, Quatsch. Jetzt gibt es noch ein richtiges Gemetzel hier. Boah, mein Hals wird schon wieder trocken von dem ganzen Kommentieren hier. Trinkpause, meine Homies kriegen das schon hin ohne mich. So, jetzt geht's ab. Ja, siehst du, ich werde gar nicht gebraucht. Ich rieche einen Hinterhalt. Hi Leute. Ja, das ist doch glimpflich ausgegangen. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Na super, jetzt kann ich die schon wieder befreien. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren wir... Zickenkrieg. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. So wie Roth. Okay, dann machen wir das doch. Was immer hier passiert. Ich will was zu essen. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hört zu. Ja, wir sind noch zu dritt. Deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes, aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Ach, jetzt vertraut sie dir. Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn. Wieso sollte sie dir jetzt vertrauen? Nur weil die Sam entführt haben? Ja, ich bin ready. Lass mal losschippern. Was machst denn du da? Da sind keine Cheeseburger unterm Boot. Ja, der denkt wieder nur ans Futter, ne? Wir können jederzeit ablegen. Geh an Bord, wenn du bereit bist. Dann brechen wir auf. Ja, dann lass doch los. Ich bin Fan davon, mit dem Spiel fertig zu werden. Lara, kann ich endlich was Vernünftiges spielen. Spieleraffe. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Nö, ganz alltäglich. Ziehen wir es durch. Also auf eine vage Vermutung von Lara gehen wir jetzt echt da rein. Ich wäre dafür gewesen, wir schippern ohne Sam los, aber okay. Oh, zum Glück hat er eine Waffe. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen. Und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also wie bitte? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Ja, das hört man noch gern. Alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel. Oh. Wir werden uns wiedersehen. Das glaube ich nicht.
Die warten doch jetzt nur auf eine Horde Gegner. Das ist doch ein Scheißplan. Die sind zu zweit. Und ich bin alleine. Und diesen Jona hätte ich gern mitgenommen. Das ist nämlich genauso ein Brecher wie dieses Monster, gegen das ich auf dem Schiffsdeck einmal gekämpft habe. Oh Gott. Damn it. So, jetzt muss ich hier hin. Oh, scheiße, ey. Ganze Zeit klettern, klettern, klettern. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, schönes Ding. Hier sind 1000 Gegner, das kann ich euch versprechen. Und Sam, die kann echt nicht auf sie aufpassen. Wie oft muss ich die jetzt schon retten? 20 Mal in einem Video? Und da ist Dr. Whitman. Der rettet seinen Arsch. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ja, macht er direkt. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht ihr da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Der wird zerstückelt. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Die Königin! Auf Japanisch! Eure... Mein Das war's! Ja, das war so klar! Dr. Whitman ist echt ein Vollidiot gewesen, ey! Ganzes Spiel schon! Er hat ja nicht gecheckt, dass er nur Ablenkung war. Das ist doch dämlich. Ja toll, soll ich jetzt gegen die Samurai hier kämpfen oder was? Ja super, wie soll ich denn da hinkommen? Da oben muss ich hin. Ja. Ja, ich guck mal. Ja, Dr. Whitman ist auf jeden Fall jetzt Geschichte, weil er einfach zu dumm war. No. Ich komme in Frieden, hier ist eure neue Königin. Oh, was heißt denn das auf Japanisch? Ja, haben kein Englisch verstanden, ne? Ist eh klar. Was ein Depp. Den hat Matthias voll verarscht. Ja, super. Muss ich jetzt gegen die... Er muss jetzt gegen die kämpfen oder was? Ich kann doch nicht gegen irgend so eine Sturmwache kämpfen. Merkst du selber, Lara, ne? Wir gehen woanders lang. Geht nicht. Das ist der einzige Weg nach Rom. Gut, dann mache ich die jetzt platt. Mir doch scheißegal. Hier ist ja nichts. Hä? Hä? Wo sind denn die hin? Wo muss ich hin? Hä? Was machst denn du? Hier, wie soll ich das wegräumen? So mach ich das. So, Fackel aus. Ja, Fackel aus, habe ich gesagt. Mach die doch nicht wieder an, ey. Ja, toll. Die macht, was sie will, Lara. Da kennt die nix. Ja, toll, das ist die Sturmwache. Nee, ich renne da jetzt rein. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstecken. Ach du heiliger... Ach du heilige Klößchensuppe, was ist das denn hier? Wie viele kommen denn da noch? Ja, wo muss ich denn hin? Ja, Digga, da kommen ja unendlich.
Ja, mit denen kann ich sie nicht allen aufnehmen, ne, Spiel. Das sollte dir bewusst sein. Ja, was ist denn hier los? Ja, wo muss ich denn hin? Ah. Egal, das machen wir im nächsten Part. Dann gucken wir mal. RDLP!